Herzlich willkommen zurück zu Studieninfo Live. Hier sind wir wieder mit einem Gast. Professor Ingo Dittrich ist hier bei mir. Herzlich willkommen schon mal an dieser Stelle. Wir werden hier gleich ins Gespräch kommen, aber zunächst einmal für euch noch einen Überblick über das Programm. Hier geht es heute um das Projekt Regio Cargo Handelslogistik per Gütertram. Und auch in den kommenden Tagen, noch bis Freitag, haben wir spannende Projekte, die hier auf euch warten. Unter anderem morgen Donnerstag 17 bis 18 Uhr Obarro. Da geht es dem Barroboter an den Kragen und wir werden ihn auf Herz und Nieren mit Varinia prüfen. Am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr dann Einblicke in den Robocup. Freitag geht es weiter mit nachhaltiger Energietechnik. Und ihr seht das Ganze hier auch im Überblick. Auch auf unserer Website könnt ihr das einsehen und euch da nochmal einen Überblick verschaffen. Und zwar auf schule.hs-offenburg.de/studieninfo-live. Auch die Telefonberatung bei Clara Buchner steht zur Verfügung unter der Nummer 0781 205 48 66, dienstags 14 bis 15 Uhr, mittwochs von 10 bis 11 Uhr oder nach Vereinbarung steht sie euch zur Verfügung. Und ja, ihr könnt euch jetzt in dem folgenden Stream und natürlich auch in den nächsten Tagen hier bei uns informieren und dann hoffentlich bewerben. Noch bis zum 31.07. stehen euch die Bewerbungsportale offen. Und damit ihr mal ein bisschen einen Einblick bekommt, wie es hier bei uns an der Hochschule aussieht, auch diesmal wieder ein obligatorischer Trailer für euch. Bitteschön. Ja, Ingo Dittrich ist bei mir, Studiendekan bei Logistik und Handel. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Sie befassen sich mit dem Projekt Regio Cargo. Vielleicht können wir aber zunächst einmal, wir sehen hier schon, ist auch ein bisschen was aufgebaut, da werden wir später drauf eingehen. Vielleicht können Sie zunächst einmal ein bisschen über den Studiengang reden. Was beinhaltet eigentlich genau der Studiengang Logistik und Handel? Im Grunde das, was der Name sagt. Also man muss vielleicht mal ganz kurz ausholen. Wir haben ja an der Fakultät den Studiengang Betriebswirtschaft. Mhm. Und innerhalb des Studiengangs Betriebswirtschaft die beiden Schwerpunkte Marketing, Vertrieb und Controlling. Mhm. Und es hatte sich einfach historisch ergeben, dass ein eigener Studiengang Betriebswirtschaft, Logistik und Handel entstanden ist. Mhm. Das bedeutet uns aber ganz wichtig, dass der Studiengang erstmal wirklich die betriebswirtschaftlichen Grundlagen bringt. Das ist also ein Betriebswirtschaftsstudiengang, mhm, mit im Grunde genommen auch Schwerpunkt Logistik und Handel, nur halt tatsächlich auch noch mehr Schwerpunkt, noch mehr Vertiefung. Also Logistik und Handel sind ja letztendlich die beiden größten Branchen in Deutschland, also zweite und dritte Platz. Und von dem her bietet man dann natürlich auch den Studierenden ein riesengroßes Einsatzfeld und das ist genau das, was dahinter steckt. Vielleicht nochmal ganz kurz, Logistik ist natürlich erstmal das Thema, was man auf der Autobahn sieht. Der, mhm, LKW hier, die meisten verbinden mit Logistik leider nur den Transport, ist aber, mhm, auch ganz, ganz viel weiteres dahinter. Ja. Und dann aber auch Handel, eben das Thema Warenpräsentation und so weiter. Können wir jetzt ganz weit ausholen, heute, ja, sind wir zum anderen Thema da. Okay, genau. Da haben wir uns letztes Jahr unterhalten, vielleicht kann man da den Film einfach da mal draufklicken. Ja. Nochmal, genau. Genau, mhm, auf der Website, wie eingangs schon erwähnt. Was würden Sie denn sagen, sind so die Kompetenzen oder Interessen, die man auch für den Studiengang gerade mit dem Schwerpunkt Logistik und Handel ab von reiner Betriebswirtschaft mitbringen sollte? Natürlich erstmal an sich letztendlich aus beiden Richtungen. Das eine ist die Frage, wie kann ich Waren anbieten, wie kann ich Waren präsentieren, was für eine Art von Ware biete ich an. Das wäre ja der Bereich Handel, natürlich auch noch
sehr tief weitergehend in die verschiedenen Handelstypen, Formen und so weiter. Von dem her da das einfach das Interesse daran, wie funktioniert Handel, wie kriege ich meine Socke ins Haus, wie klappt das eigentlich, und das Gefühl, da möchte ich auch Anteil dran haben, das könnte interessant sein, spannend sein. Und Logistik ist tatsächlich der Punkt, wo man sagt, ich möchte mich einfach mit Abläufen beschäftigen, Abläufen verbessern, Optimierungen finden. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur der LKW und das große Lager vor Ort, was einen stört, sondern das ist im Prinzip letztendlich überall. Also alles das, was Sie in der Hand halten, ist natürlich durch Logistik und im Prinzip auch durch Handel zu Ihnen gekommen. Alles, was hier auf dem Tisch steht zum Beispiel auch. Ja, inwiefern kann man denn auch die praktischen Aspekte während des Studiums schon kennenlernen? Im Großen wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber Sie sagten ja schon, es steckt eigentlich in allem drin. Inwiefern ist das Teil des Studiums auch schon? Also man muss sagen, es ist uns beides wichtig. Also viele Studienanfänger kommen und sagen, oh Praxis, wann fängt die Praxis an? Und sagen, Gemach, kommt definitiv. Aber dafür braucht er erstmal die Grundlagen. Also das heißt, es geht natürlich schon darum, die ganzen Grundlagen, das Handwerkszeug, die Methoden zu lernen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, da nicht beschweren. Das wird man später merken. Das ist ganz wichtig. Aber eben auch auf der anderen Seite, wir gehen recht schnell auch in die Praxis rein. Also das fängt an schon im dritten, vierten Semester, wo wir natürlich sozusagen noch auf dem Trockendock größere Fälle bearbeiten. Also das heißt, sind Fälle aus der Praxis, die ein bisschen anmodelliert sind, sodass man das ganz gut lösen kann und einfach so ein bisschen dann groß werden kann. Und dann geht es in Themen, wo wir jetzt hier auch heute uns drüber unterhalten, nämlich gegen Ende des Studiums Projektseminar und Thesis, Praktikum, das sind alles Themen, wo man tatsächlich reale Dinge bekommt, reale Themen bekommt, auch mit Unternehmen zusammenarbeitet. Da gibt es dann auch keine Musterlösung mehr, sondern dann arbeiten alle zusammen. Dann sitze auch ich auch da oder meine Kolleginnen da und sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Okay, also und das ist halt auch gerade dann das Spannende. Dann ist manchmal ist dieser Punkt Anfang spannend, dann kommt das Tal der Tränen, wo man sagt, oh je, oh je, wie kriegen wir das noch hin? Ja. Und dann geht es weiter und dann kommt auch was Schönes bei raus. Ja, okay, genau, also da im Prinzip auch schon die Zusammenarbeit mit Unternehmen, man ist schon dicht dran, wahrscheinlich hilft es dann auch für den Jobeinstieg vielleicht dann im Anschluss an Studium? Definitiv, ja, genau. Also es sind schon, unsere Studierenden sind schon über Projektseminar dazu gekommen. Also Projektseminar ist eben im vorletzten Semester, meistens 5 Leute, reales Thema bearbeiten, am Ende präsentieren, sich durchfragen lassen und bestehen. Ja. Und das ist schon mal ein erster Kontakt natürlich, neben Praktikum und Thesis dann sowieso. Oft ergibt sich auch aus dem Praktikum raus die Thesis und dann geht es weiter. Da gibt es also ganz viele Ansatzpunkte dazu. Das ist uns auch wichtig, das unterstützen wir auch. Viele Partner, die auch Praktikanten, Praktikantinnen haben, schicken uns dann ihre Stellenanzeigen, die geben wir dann auch weiter hier und da. Das haben wir hier gemacht, den hatten wir dort. Elhaler kommen, Absolventen kommen, die mittlerweile in der Wirtschaft sind und sagen, hier haben wir Stellenanzeigen, schicken Sie das mal weiter. Das ist wirklich ganz toll. Ja. Und wir sehen es ja hier schon, Sie haben uns ein bisschen was mitgebracht und wir wollen das Publikum an der Stelle auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Vielleicht mögen Sie uns da eine kurze Einleitung geben. Inwiefern steht das denn in Verbindung mit dem Projekt Regio Cargo? Genau. Also das Projekt Regio Cargo ist letztendlich eigentlich entstanden. Da können wir mal vielleicht auf das Bild hier gehen mit der Stadtbahn. Das ist, wer vielleicht hier aus der Region zuschaut, Karlsruher Region bis runter Aachen, genau, rüber bis fast Stuttgart oder auf der anderen Seite in die Pfalz rein. Das sind, vielleicht nochmal kurz auf die Bahn zurück dann, also das war jetzt gut zu zeigen, genau. Das ist also der gelbe Punkt in der Mitte, ist Karlsruhe vielleicht dann schnell gesagt, da ist der Rhein zu sehen. Die grünen und blauen Bereiche, das sind die ganzen Bereiche, wo diese Bahn hinfährt. Das ist eine sogenannte Zwei-System-Bahn von der Albtäler Verkehrsgesellschaft. Und die haben eben die Besonderheit, das wurde in den 90er Jahren reingebracht, weltweit bekanntes System, die über die Zwei-System-Technik sowohl in der Stadt Karlsruhe fahren können, als auch eben über die weitere Strecke. So, und eben über diese weitere Strecke kam wir irgendwann auf die Idee, wo man sagt, Mensch, da hat man so eine Straßenbahn hier. Ja. Da fahren ja Personen mit. Warum eigentlich nur Personen? Also wir haben ja, die fahren zum Beispiel auch mitten durch die Innenstadt durch, an x Geschäften vorbei. Warum sollen wir das Ding nicht nutzen und beispielsweise in Randzeiten oder gemeinsam mit Personen oder
als reine Tram Güter zu transportieren. Und das war einfach letztendlich der Ausgangspunkt, sich damit mal zu beschäftigen. Mhm. Und das war eben auch ein ganz tolles Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, das wäre doch was fürs Projektseminar. Und damit ist das Projekt dann auch letztendlich unter anderem auch mit vielen, vielen Partnern aus der Wirtschaft auch gestartet. Mhm. Okay, also da sind dann auch mehrere Teilprojekte daraus entstanden, wo wir uns jetzt gleich noch mit beschäftigen werden und da ein bisschen hinter die Kulissen schauen werden. Und eigentlich müsste jetzt auch schon bei uns sein Sebastian Ette, der ist uns über Skype zugeschaltet. Herzlich willkommen. Ich hoffe, er hört uns schon. Ja, ich höre euch. Hallo in die Runde. Hallo Sebastian, grüß dich. Ja, vielleicht magst du uns kurz erzählen, wer du bist, was du studierst und in welchem Semester du bist. Ja, also ich studiere oder habe Logistik und Handel studiert. Bin jetzt vor 2 Wochen, 1,5 Wochen, habe ich das Ergebnis von meiner Bachelorarbeit bekommen. Mhm. Und? Und habe die auch, ja, war sehr gut, war sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast viel gearbeitet. Ja. Und habe diese Arbeit auch zu einem Teilprojekt, also von dem Thema Regiocargo geschrieben. Mhm. Ja, du hast Untersuchungen im Bereich Hotel, Restaurant und Pflege durchgeführt. Das war ja quasi dein Teilprojekt in diesem Rahmen. Genau. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, kann ich machen. Also erstmal ging es bei mir so los, ich war auch im 6. Semester, ging es bei mir auch los. Da war ich im Projektseminar und unsere Gruppe hat damals das Öko-Image von der Stadt Karlsruhe erfragt. Also wir haben Umfragen in der Stadt gemacht. Mhm. Und ja, dann war ich irgendwie von Anfang an dem Projekt drin. Dann kam es halt zur Bachelorarbeit und mit dem Herrn Dietrich bin ich dann ziemlich schnell auf das Thema gestoßen. Mhm. Und mein Thema war jetzt da im Bereich Pflege, Krankenhäuser und Hotels, habe ich die Potenziale für die Gütertram untersucht. Also auch in Teilen, wie sinnhaftig das ist, aber da komme ich später vielleicht nochmal ein bisschen dazu. Aber ich habe hauptsächlich untersucht, was da für ein Potenzial besteht im Bereich Wäscheanlieferung und Lebensmittelanlieferung. Mhm. Also wie quasi über die Gütertram dann an Krankenhäuser, an Pflegeeinrichtungen Güter transportiert werden können, ne? Genau. Und was das für Potenziale gibt, ob das Sinn macht überhaupt oder eher nicht. Aber auf jeden Fall, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Okay, ja, dann lass uns Einblick gewähren. Inwiefern haben sich da Ergebnisse ergeben, mit denen du vielleicht nicht gerechnet hast? Oder wie sahen da die Sachen aus? Ja, wie gesagt, also am Anfang war es vielleicht relativ schwierig. Wir wollten da mit einer Wäscherei eine größere zusammenarbeiten, mit Herrn Dietrich zusammen. Das ist dann, leider hat das nicht funktioniert. Aber wir sind dann ziemlich schnell zu dem Thema gekommen, also dass wir dann eine reine Potenzialanalyse machen. Ja, weniger auf den Kostenaspekt oder so dann im Endeffekt noch zu kommen. Mhm. Und hat sich dann halt rausgestellt, dass in allen Bereichen, also dass da wirklich sehr viel Volumen ist, was da hintransportiert wird. Und was halt auch noch sehr, sehr gut ist, dass halt vom Umstieg vom LKW auf die Gütertram kann ja nicht alles aufnehmen, aber Paletten, Rollcontainer zum Beispiel, was da gut funktioniert, das ist für die Gütertram optimal. Und deshalb hat sich auf jeden Fall rausgestellt, dass Potenzial vorhanden ist. Okay, das ist gut. Magst du es noch ein bisschen genauer das erklären? Wie würde das dann wirklich konkret aussehen, wenn man jetzt sagt, diese Güter, die da transportiert werden, wie würde man die auf so eine herkömmliche Tram, wie man es jetzt kennt, raufbekommen und zum Transport fertig machen quasi? Also ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, kommt nachher noch der Herr Panitz. Mhm. Ich glaube, der geht auf das, wie man die auf die Straßenbahn belädt und alles noch genauer ein, oder Herr Dietrich? Richtig. Okay, genau. Dann wollen wir da an dieser Stelle nicht vorgreifen, dann spare ich die Frage auf. Ja, okay, alles klar. Vielleicht magst du uns noch erzählen, wie bist du in deine Daten gekommen? Jetzt wahrscheinlich in Covid-Zeiten auch nicht so einfach da. Wie hast du diese Befragung angestellt? Ja, war relativ schwierig auch wieder, wegen Hotels, Pflegeheimen, Krankenhäuser waren in Zeiten von Covid natürlich alles sehr betroffen. Mhm. Ich muss sagen, dass ich viel durch private und persönliche Kontakte gemacht habe. Also ich habe auch viel hier in der Region, Hotel Sonne zum Beispiel in Gengbach, dann städtische Klinikum in Karlsruhe und dann, wie gesagt, noch durch Bekannte und so weiter und habe so Hochrechnungen auf die Stadt Karlsruhe machen können. Mhm. Okay, verstehe. Im nächsten Step wäre es dann halt natürlich, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch dann wirklich, wenn es jetzt mit Corona besser wird, dass man dann auch wirklich auf Hotels, Krankenhäuser, Pflegeheime direkt in Karlsruhe eingeht. Also das städtische Krankenhaus hatten wir in Karlsruhe. Aber sonst, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn man da noch genauer auf die eingehen kann.
Okay, also das sind quasi auch die Daten, die dann in Zukunft noch erhoben werden müssten, um noch präzisere Aussagen zu treffen, inwiefern genau sich dieses ganze System eigentlich eignet, so, ne? Also das Potenzial, wie gesagt, ist ja auf jeden Fall vorhanden, weil sich das in jedem Pflegeheim, jedem Krankenhaus und jedem Hotel ähnelt. Also was sie bestellen, was sie an Wäsche bekommen und so. Deshalb war das auch in dem Thema relativ gut hochzurechnen. Aber natürlich muss man noch die Hotels fragen, was sie davon halten, ob sie das mitmachen würde. Und dann wichtig auch noch den Kostenaspekt zu untersuchen, ab wann es Sinn machen wird, von LKWs umzusteigen auf wirklich die Gütertram, ab welcher Menge. Das ist, denke ich, so der nächste Step, was noch enorm wichtig wäre. Alles klar. Okay, dann bis hierhin. Herzlichen Dank, Sebastian Ette. Schön, dass du da warst. Gerne. Und natürlich auch alles Gute mit der erfolgreich abgeschlossenen These schon mal. Dankeschön. Okay. Dann Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Runde. Ciao. Jo, dankeschön. Tschüss. Ja, Ingo Dietrich, jetzt haben wir es gerade schon gehört. Diese Daten sind immens wichtig. Vielleicht können Sie das noch mal kurz verdeutlichen. Warum ist das so entscheidend, diese Daten in aller Ausführlichkeit zu erheben, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, inwiefern das auch Sinn macht, solche Systeme zu fahren? Das wäre jetzt natürlich auch Teil der Thesis gewesen. Aber ganz klar, wie der Sebastian Ette schon richtig gesagt hat, das mussten wir dann irgendwann auf, und das hat er ganz prima gemacht, eben tatsächlich versuchen, und das ist eben auch Teil von so einem Studium, zu lernen. Ich komme vielleicht nicht direkt an Daten dran, wie komme ich indirekt dran? Und um dann eben da trotzdem gute Aussage machen zu können. Wofür braucht man es? Ganz klar, natürlich, um auch zu wissen, ja, wie viel ist da unterwegs, an welchen Stellen ist das unterwegs? Sind das gebündelte Transporte? Sind das sehr flächige Transporte? Weil wenn man sich anschaut, so eine Gütertram hier, die hat, glaube ich, 36, 37 Meter. Ja. Da passen doch einige Paletten rein. Und die ist natürlich jetzt auf bestimmte Linien gebunden. Und einerseits brauchen wir also Menge und andererseits brauchen wir auch Menge, die über eine bestimmte Linie gehen. Das ist natürlich ganz klar. Und an der Stelle setzen dann die Daten an. Auch die Frage, wann muss geliefert werden und in welcher Häufigkeit, wie sind die Schwankungsbreiten. Vielleicht ist die Bahn mal dreimal voll und dafür ist er dann eine Woche lang gar nicht gefüllt. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Und all diese Dinge, um die Planung zu machen, jetzt stecken wir mitten in der Logistik, was eben über reinen LKW auf der Autobahn rausgeht, sind eben genau diese logistischen Fragestellungen, die da entstehen. Ja, okay. Und hat wahrscheinlich auch dann standortmäßig, gibt es da wahrscheinlich Unterschiede, inwiefern sich das eignet, nehme ich an, ne? Jetzt von den Hotels hier und Restaurants und so genau, weiter. Genau, zum Beispiel. Genau, richtig. Ja. Also es gibt natürlich dann die Betriebe, das war jetzt auch die große Frage, bekommt eigentlich ein großer Hotelkomplex von einem Großhändler die Ware? Ist das sehr verteilt? Multisourcing, jetzt sind wir zwischen Logistik und Handel. Wie läuft das Ganze? Wie wird beliefert? Wann wird vielleicht einmal in der Woche beliefert? Wird täglich beliefert? Das waren die ganzen Fragen, die jetzt hier über die Thesis tatsächlich erarbeitet wurden und mit denen wir jetzt prima weitermachen können. Und das ist eben auch das Stichwort, dass man dann immer wieder aufeinander aufbaut. Und und diese Daten fließen dann in diese Rechnung hier ein. Ja. Das heißt, beispielsweise die Bahn sollen ja als Personenbahn weiterfahren. Wäre ja fatal, wenn die Fahrgäste irgendwann sagen, vor lauter Gütern, ich fahre nicht mehr mit dem öffentlichen Personenverkehr. Sparen, ne? Also wäre es fatal, wenn jetzt die Lieferung dieser Branche oder auch der anderen betrachteten Branche, deswegen gehen wir die verschiedenen Branchen durch, nachher zeigt, muss alles zwischen 7 und 9 Uhr beliefert werden, genau dann, wenn die Fahrgäste unterwegs sind. Wäre fatal für dieses System. Ja. Und inwiefern bieten sich auch andere Fahrzeuge, sage ich jetzt mal, an? Also man muss ja auch davon ausgehen, wahrscheinlich gibt es nicht in jeder Stadt eine Tram. Wäre sowas wie U-Bahn auch eine Option? Was ist, wenn es nur Busse gibt? Grundsätzlich ja. Also das ist jetzt auch nicht der erste Versuch, der da gemacht wird. Es gab auch schon Güterstraßenbahnen. Also es ist durchaus eine Sache, die es, wie es so häufig ist, in 1800XX auch schon gab. Okay. Und zum Beispiel wurde in München die Post quer durch die Stadt mit Straßenbahn transportiert. Das heißt, die Post, die innerhalb der Stadt ausgeliefert wurde, wurde dann eben von dem großen Postamt 1 zum Postamt 2 über Straßenbahn transportiert. Das funktioniert. Also das gab es damals schon. Oder in Wien gab es sogar Tests und damals lief das über U-Bahn.
Also das ist nicht nur auf solche Straßenbahnen oder Stadtbahnen. Was hier halt die Besonderheit ist und warum wir da jetzt mittlerweile auch im großen Konsortium zusammen sind, da kommen wir vielleicht später drauf, ist, dass diese Bahnen eben diese Zweisystemtechnik haben, das heißt auch Stadt und Region abdecken. Und das ist auch das Spannende, weil genau die Regionallogistik natürlich auch vieles ist. Über Stadtlogistik, Citylogistik gibt es mittlerweile ganz, ganz viel. Da ist das jetzt auch ein Teil davon, wo man natürlich auch schnell wieder an Linien gebunden ist, ganz klar. Aber wir gehen auch in die Region raus. Und in der Region raus fahren wir eben das Murgtal rauf, in Bad Herrenalb rauf, bis Aachen runter und können dort auch Grund verteilen. Okay. Inwiefern hilft die Hochschule bei dieser Datenerhebung? Inwiefern gibt es da Kooperationen, Hilfestellung? Hilfestellung von uns jetzt oder von? Ja, also Hilfestellung in Bezug auf die Datenerhebung, also Kooperation zwischen der Hochschule, was die Datenerhebung anbelangt. Also wir haben natürlich da die entsprechenden Kooperationen mit Unternehmen und sprechen auch die Unternehmen an, die auch da sehr, sehr interessiert sind. Ja. Wir sind aber natürlich jetzt nicht alleine in dem ganzen Projekt, das muss man nämlich ganz, ganz wichtig sagen, sondern es ging schon aus AVG, Deutsche Bahn und Hochschule Offenburg. Mittlerweile ist das KIT in Karlsruhe dabei, das Forschungszentrum Informatik ist dabei. Ja. Es sind viele, viele Unternehmen dabei. Und Richtung Datenerhebung ist zum Beispiel das KIT IFV mit dabei, die Verkehrssimulationen durchführen. Ist dann mittlerweile auch im Forschungsprojekt gelandet. Also es ist sehr groß geworden, aber es ist eben auch tatsächlich, mittlerweile haben hier über 100 Studierende an dem Projekt gearbeitet und diese ganze Vorarbeit geleistet, um viel, viel an der Richtung noch zu machen und Daten zu erheben, gemeinsam mit Unternehmen, aber eben auch mit vorhandenen Daten aus Hochschule und den Partnern. Okay. Alles klar, dann vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir sprechen noch weiter. Inzwischen müsste uns Olesja Rhein zugeschaltet sein. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hallo. 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 Ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Du studierst auch Logistik und Handel und vielleicht magst du uns ein bisschen was erzählen, welches Semester du bist und was du so machst. Genau, eigentlich bin ich eine ehemalige Studierende in Logistik und Handel. Mein Bachelor habe ich nämlich schon. Allerdings bin ich der Hochschule Offenburg treu geblieben und mache jetzt meinen Master in Betriebswirtschaft. Okay, und du hast auch eine Befragung der Bewohner in Karlsruhe durchgeführt. Vielleicht magst du uns erzählen, worum es da ging. Genau, dieses Projekt war auch Teil der RegioCargo. Allerdings hat es sich jetzt allgemein um die Datenerhebung befasst. Also wir haben einfach nur auf der Straße die Karlsruher Bewohner angesprochen und gefragt, ob sie bereit wären, an der Befragung teilzunehmen. Und zwar ging es darum, inwieweit die Karlsruher Bewohner bereit wären, beispielsweise mehr für ihre Pakete zu bezahlen oder länger zu warten, beziehungsweise allgemein, was war den Einwohnern wichtig bei ihrer Paketzustellung. Also die Möglichkeit quasi dann auch wieder vielleicht das mit der Tram zuzustellen, inwiefern die Mitbewohner da bereit sind, die länger auf ihre Güter, auf ihre Pakete zu warten im Prinzip, ne? Genau, weil eine Tramzustellung, da steckt ja auch natürlich viel dahinter und inwieweit allgemein, was den Einwohnern wichtig ist, was sie bereit wären, beispielsweise länger zu warten oder auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Okay, und was waren da die besonderen Erkenntnisse? Also es gab tatsächlich einige interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel war eine schnelle Paketzustellung als gar nicht so wichtig empfunden worden. Also es war den Einwohnern zwar wichtig, ihr Paket an die Haustür zu bekommen und auch zum angegebenen Datum. Allerdings waren Trends wie beispielsweise die Same-Day-Delivery oder gar die Same-Hour-Delivery, die jetzt von Amazon Prime natürlich ganz hochgestochen wird, wurde als gar nicht relevant empfunden. Das heißt, den Einwohnern war es wichtig, ihr Paket zu einem Datum zu bekommen, aber ob sie jetzt ein, zwei Tage länger warten, das war jetzt gar nicht wichtig. Und verwunderlich war auch, dass jetzt die Zustellfahrzeuge in Karlsruhe auch als gar nicht so ein großes Problem empfunden wurden. Also den Einwohner waren dafür nicht bereit, jetzt länger zu warten
oder mehr für ihr Paket zu bezahlen, nur damit es ein reduziertes Verkehrsaufkommen in Karlsruhe herrscht, weil das auch gar nicht als Problem empfunden wurde. Also in Karlsruhe, wo wenige Staus, dann geht das noch anscheinend. Okay. Genau, also das hat uns auch selbst sehr verwundert, weil wir dachten gerade mit den ganzen Baustellen in Karlsruhe, dass es jetzt wirklich was ist, was den Leuten wichtig wäre zu umgehen, aber anscheinend doch nicht. Mhm. Und ein weiterer interessanter Punkt war, dass wir ja hauptsächlich junge Menschen befragt haben, weil es auch viele Studierende in Karlsruhe natürlich gibt. Und wir haben herausgefunden, dass die kostenlose Belieferung als viel wichtiger empfunden wurde als jetzt die umweltfreundlichere Zustellung. Mhm, das ist aber und schade, auch, okay. Ja, stimmt, fanden wir auch. Interessant. Also es hat uns auch sehr gewundert. Mhm. Und auch Alternativen wie jetzt die Paketzustellung an den Arbeitsplatz oder an die Hochschule oder gar die Kofferraumzustellung wurden ganz klar abgelehnt. Was ist denn die Kofferraumzustellung? Das musst du nochmal näher, also man kann sich es eigentlich denken, aber da wird das Paket dann im Kofferraum abgelegt, was dann offen ist, das Auto, oder wie funktioniert das genau? Ja, die Voraussetzung ist, dass man Smart fährt, denn es war eine Kooperation von DHL und Smart. Okay. Und wie du schon ganz genau gesagt hast, der Paketzusteller stellt das Paket so zu, indem er das Paket in den Kofferraum legt. Die Voraussetzung ist natürlich, dass er den Kofferraum aufkriegt. Dabei generiert der Besitzer des Smartes und der Paketempfänger generiert dann einen einmaligen Code, mit dem dann der Paketbote diesen Smart-Kofferraum öffnen kann. Okay, jetzt haben wir ordentlich Schleichwerbung gemacht, aber das hat keiner gemerkt, hoffentlich. Wie bist du denn über dieses Projekt zu deiner Thesis gekommen? Du hast ja vorhin schon gesagt, die Thesis ist auch bereits abgeschlossen. Genau. Also ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht mein Plan A. Allerdings wurde mein Plan A durch Corona aufgelöst. Jetzt kommt's raus. Sodass ich sehr froh war, als sich dann Herr Dietrich bei mir gemeldet hat mit diesem Thema. Und es ging auch um Paketzustellung und auch um Karlsruhe, wodurch ich mich ja schon in das Thema hereinarbeiten konnte und auch sehr angetan war von dem Thema. Okay, aber was der Plan A war, das möchtest du nicht ganz genau verraten? Ich sag mal so, nach dem Praktikum wäre ich gerne im Unternehmen geblieben, aber durch die weltweite Pandemie mussten sie natürlich Kürzungen verlangen, deswegen. Okay, da muss man vielleicht kurz einhaken und tatsächlich für Sie sagen oder allgemein sagen, das bietet sich natürlich häufig auch an, wenn man Praktikum gemacht hat, dann noch die These schreiben kann und da die Möglichkeit, was ganz häufig der Fall ist, die Möglichkeit hat, dann auch nachher tatsächlich eine entsprechende Arbeitsstelle zu bekommen, dann ist das absolut, absolut nachvollziehbar und wäre verrückt, wenn man es nicht nimmt. Das heißt, deswegen ist das tatsächlich ein üblicher Weg. Also, okay. Verstehe. Alles gut. Alles klar, genau. Alles gut. Let's go aus dem Studio. Jetzt steht ja bei dir, glaube ich, schon die nächste These an, nämlich die Master-Thesis. Magst du uns da erzählen, worum es da geht? Also bei Master-Thesis habe ich ehrlich gesagt noch keine Aussicht. Ich bin erst im ersten Semester, deswegen ist da noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber wenn was, würde ich auf jeden Fall wieder auf den Herrn Dietrich zukommen. Also ausgeschlossen ist es nicht. Ich denke, das Projekt ist ja auch noch im Laufe. Ja, genau. Okay, ja, dann soweit. Vielen Dank, Olesja Rhein. Schön, dass du uns hier zugeschaltet warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Okay, ja, in unserem heutigen Gespräch liegt ja der Fokus sehr stark auf dem Bereich Handel. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen drauf eingehen, in welche Jobrichtung gehen denn die meisten hier so dann nach dem Studium, wenn sie hier mit dem Bachelor oder dann auch mit dem Master durch sind. Mhm. Würde ich gleich drauf eingehen, nur ganz kurz, das wollte ich noch schnell sagen, wenn ich darf. Klar. Da ist jetzt natürlich mein Kollege Achim Burkhardt ganz toll auch in einem Projekt mit dabei, nämlich, und zwar sprach sie ja jetzt die Kundenbefragung an oder in dem Fall Passantenbefragung, und das ist, was wir auf der Handelsseite häufig machen, also Befragungen zu verschiedenen Themen und daraus eben wiederum Konzepte ableiten etc. Und das ging jetzt eben hier ums Thema Paket, aber geht um ganz verschiedene Richtungen. Also hätten wir jetzt nicht Corona, wären die aktuellen Teams auch schon wieder unterwegs.
aber das ist jetzt aktuell eben nicht der Fall und online funktioniert das Ganze nicht so gut. Okay. Ja, von Logistik und Handel sind also die verschiedensten Tätigkeiten. Also das ist tatsächlich allgemein Betriebswirtschaftslehre schon mal vom Grundsatz. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist dieser Grundstudium, das Grund, der Grundpfeiler davon, lädt schon mal ein, dafür alles Mögliche zu machen. Im Bereich Handel geht es auch in die verschiedensten Richtungen. Also da haben wir den Category Manager, also der eben schaut, über die Produkte schaut und dann das Handelssortiment und den Handelsabsatz nachmanagt. Dann haben wir auch in verschiedenen Multi-Channel-Unternehmen ehemalige LHler, die beispielsweise über die Vertriebskanäle, über die Verschmelzung der Vertriebskanäle Projekte betreiben etc. Mhm. Dann natürlich in den klassischen Handelsunternehmen, aber auch ganz viele gehen aber auch in die Industrie. Also es ist jetzt nicht, dass man sagen muss, Logistik geht bei Weitem nicht zu Logistikdienstleistern, Handel geht in Einzelhandel, sondern es ist sogar ein nennenswerter Anteil der LHler, die auch tatsächlich in der Industrie landen und dort ihre Aufgaben finden. Mhm. Was verbirgt sich hinter Multichannel-Unternehmen? Da muss ich kurz einhaken. Also Multichannel bedeutet ein Unternehmen, das sowohl stationär, also da kann man in die Filiale reingehen, als auch online etwas anbietet, einen Webshop haben. Und da gibt es natürlich jetzt alle Kombinationen. Multichannel wird es dann und dann, ja gut, können wir jetzt lange aussehen mit Omnichannel, was alles so alles gibt. Mhm. Aber dann fangen die Vertriebskanäle natürlich irgendwann an, sich zu verschmelzen. Also ich kaufe online, gebe in der Filiale zurück und andersrum und so weiter. Informiere mich stationär, kaufe online oder andersrum. Okay, verstehe. Das heißt, die Jobchancen sind auf jeden Fall gut in beiden Bereichen, in allen Bereichen da. Ganz ehrlich, und damit das ist jetzt keine Werbeaussage, ich kenne niemanden, die oder derjenige nach dem Studium keinen Job gefunden hat. Ja, genau. Okay. Also. Alles klar. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Gast. Inzwischen müsste Adrian Panitz uns zugeschaltet sein. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Adrian, hörst du uns schon? Jawohl, ich höre euch. Ja, du hast ebenfalls, genau wie Sebastian Ette, eine branchenspezifische Untersuchung gemacht. Vielleicht magst du uns kurz auch bei dir erzählen, worum es da ging. Ja, gerne. Ich hole ein bisschen weiter aus einfach mal. Ja. Angefangen hat für mich auch alles im Projektseminar. Das ist ja im 6. Semester. Mhm. Also schon recht am Ende vom Studium. Aber da kommt dann eben auch die Praxis, die am Anfang erwähnt wurde. Und im Projektseminar ist es ja so, dass da eben Studierende, das sind meistens kleine Gruppen, wie es der Herr Dietrich schon gesagt hat, also ganz angenehm auch praxisbezogene Themen bearbeiten. Mhm. Und bei uns war es dann so, beziehungsweise fangen wir so an, da habe ich dann eben auch zum ersten Mal überhaupt von der Idee mit der Gütertram gehört. Und am Anfang klingt es natürlich alles so ein bisschen verrückt, so was, Güter mit einer Straßenbahn. Mhm. Und dann hat das Projektseminar angefangen. Unsere Aufgabe war es dann eben, ein Beispiel von einem großen Discounter mal zu prüfen, ob es sich denn lohnen würde, Güter oder die Filialen in Karlsruher Stadtgebiet mit der Gütertram zu beliefern. Und da sind wir dann also quasi hingegangen und haben dann einfach mal geguckt, okay, wie ist denn die Ist-Situation, wie werden denn Filialen aktuell beliefert und haben versucht, das Ganze auf die Gütertram umzubauen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, aktuell sieht es so aus, dass wir von den Mengenströmen her meistens ein LKW pro Filiale bekommen. Das heißt, wir haben auch viele Mengen, die eben bewältigt werden müssen. Und so war es dann die Grundidee quasi, dass wir einfach mal die Gütertram umbauen. Und so Wechselbrücken, das sind die Container, die man immer wieder mal irgendwo stehen sieht, die dann auch quasi auf so vier Beinen stehen. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar Bilder zu, die könnten wir vielleicht einblenden, aber erzähl gerne weiter. Ja, genau, die Wechselbrücken, dass wir die einfach nehmen, einfach quasi das Dach von der Gütertram und die Wände wegschneiden, die Dinger da drauf packen und dann fahren wir damit in die Stadt rein. Und das Problem ist dann natürlich, wo stellt man die Behälter ab? Und da haben wir dann auch eben geguckt, wie könnte man das machen? Da gibt es verschiedene Lösungen mit verschiedenen Kränen oder Systemen, dass man die Wechselbrücken wieder von der Gütertram dann runterkriegt. Und so haben wir dann eben die verschiedenen Szenarien durchgespielt. Und da war die größte Herausforderung dann, was passiert mit den leeren Wechselbrücken? Dadurch, dass wir sie ja nicht mehr mit dem LKW in die Stadt bringen und dann also quasi nicht wieder mitnehmen können direkt, war das Problem eben,
was machen wir mit denen? Und bleiben die dann einfach an der Filiale stehen? Werden die separat abgeholt oder wie sieht es aus? Mhm. Und das war auch die größte Herausforderung. Und wir sind dann auf eine Pool-Lösung gekommen, haben gesagt, ja, da gibt es so und so viel Wechselbrücken im Umlauf, die dann immer genutzt werden. Fazit von dem Projekt war dann eben auch, dass es an sich eine richtig coole Idee ist, aber es aktuell einfach noch aufgrund der fehlenden Infrastruktur noch ein bisschen zu teuer wäre. Okay. Und es somit halt noch nicht lohnt. Potenzial ist aber auf jeden Fall da gewesen. Und genau, das war so mein erster Berührungspunkt mit der Gütertram. Okay, was müsste noch passieren, damit das Ganze dann auch wirklich sich lohnt? Man müsste definieren, wie man genau mit den Wechselbrücken oder mit den Behältern dann vorgeht. Also wo werden die abgestellt? Oder im Idealfall hat dann jede Filiale natürlich einen Gleisanschluss. Mhm. Ist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen weit weg, aber das wäre natürlich der Idealfall. Einfach dranfahren, Wechselbrücke abstellen und weg. Ja, okay, verstehe. Ja, das klingt ja jetzt auch schon irgendwie sehr, sehr technisch. Trotzdem bist du ja in einem betriebswirtschaftlichen Studiengang. Inwiefern funktioniert das zusammen oder holt ihr euch dann da auch noch, sag ich mal, Maschinenbauer hinzu oder Bauerinnen, die dann da die Gütertram umbauen oder sich Gedanken darüber machen? Ja, klingt tatsächlich sehr technisch. War es tatsächlich auch. Also ich bin dann irgendwann mal, war das Projekt da zu Ende, dann kam ja die Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Also am Ende vom Bachelor, wo schreibe ich meine These? Und dann habe ich mich mal mit Dietrich zusammengesetzt, wie man es halt so macht, und habe einfach mal ein bisschen drüber geredet und sind mal auf die Idee gekommen, wäre doch cool, wenn wir einfach mal die Gütertram weiter betrachten. Und dann haben wir eben geschaut, was könnte man denn jetzt? Und wichtig wäre jetzt eben zu wissen, wie genau könnte man die Gütertram denn umbauen, damit man eben die Stadt beliefern kann über die Tram. Und so sind wir dann eben auf meinen Thesistitel gekommen, der ist recht simpel gehalten, technische Konzeption einer Gütertram, also Klingt sehr technisch eben, war es auch ein Stück weit, weil es ging ja dann darum, dass ich mal einfach gucke, wie kann man die Gütertram umbauen eben. Und die Grundidee war natürlich, wir nehmen alles, was in der Tram drin ist, alle Sitze, alles, was zur Personenbeförderung benötigt wird und schmeißen es einfach raus. Ganz, ganz simpel, also wirklich ganz einfach. Und das sind wir dann drauf gekommen, so können wir 54 Paletten befördern und 54 Paletten klingt schon mal sehr gut, weil mit einem normalen Standard-LKW können wir gerade mal so 33 Paletten befördern. Okay. Was dann natürlich schon mal eine Hausnummer ist. Und bin dann auch mal direkt nach Karlsruhe gefahren, haben auch super Ansprechpartner gehabt, also um mir einfach mal die Tram anzugucken, einfach mal selbst ein Bild vor Ort zu machen. Und da haben wir dann auch mal die erste Idee schon vorgestellt. Und da kam dann Ernüchterung jetzt noch nicht, aber dann hieß es, ja, okay, alles schön und gut, aber unter den Sitzen befinden sich so sogenannte Sitzkästen. Da befindet sich dann relevante Technik für die Straßenbahn drin und die können wir eigentlich ohne weiteres entfernen. Okay, verstehe. Und eben dadurch hieß es dann, okay, wie machen wir weiter? Und dann bin ich mal mit einem Laser hingefahren, habe mal alles direkt ausgemessen, dass wir alle Maße wirklich haben, wie, wo, welcher Sitzkasten sitzt. Und so sind wir dann ins Plan gegangen und hat auch richtig viel Spaß gemacht. Kamen auch immer wieder neue Erkenntnisse zum Vorschein, zum Beispiel, dass man auch einen Fluchtweg in der Mitte lassen muss, auch wenn nur Güter damit befördert werden, einfach weil es so vorgeschrieben ist. Und leider nimmt das dann natürlich wieder Kapazität weg, sodass wir dann am Schluss bei so circa 40 Paletten gelandet sind, was ja immer noch mehr ist als beim LKW. Also das Potenzial ist durchaus da und kann auf jeden Fall so funktionieren. Okay, und sind da jetzt die Fahrgäste auch schon mit eingerechnet oder wo sitzen die dann? Sind es 40 Paletten mit Fahrgästen oder komplett ohne dann? Nee, das wär tatsächlich ein Versuchsträger, komplett ohne Fahrgäste, wirklich rein Güter. Ja. Es gibt natürlich auch die Idee, dass man zwei Straßenbahnen einfach aneinander koppelt. Eine für die Gäste. Eine für Güter. Mhm. Und dann, dass die quasi einfach mit wie ein Anhänger mitgeschliffen wird. Sagen wir mal, und dann einfach an der Station abgehängt wird, wo sie gerade ausgeladen werden muss oder beladen werden muss. Genau, so könnte man das dann auch lösen. Okay, also Potenzial ist da. Mittlerweile bist du schon im Masterstudium, richtig? In welchem Semester bist du da? Jawohl, genau. Ich habe jetzt ich mache jetzt das erste Semester vom DEC-Master, also Dialog, Marketing und E-Commerce. Einfach, weil ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt nach dem Bachelor? Wollte mich einfach ein bisschen breiter noch aufstellen. Und fand dann die passende Lösung.
Und ich bin jetzt dann quasi auch zum Hiwi geworden im Projekt Regio Cargo. Ah, okay. Also es begleitet dich also weiter, lässt dich nicht los, auch im Master noch. Genau, jawohl. Also es macht mir wirklich richtig viel Spaß und da habe ich jetzt den Vorteil, ich kann mein Know-how aus dem Projektseminar und aus der These schon wieder mit einbringen. Und so bauen wir jetzt zusammen mit Herrn Dietrich eben die Tram weiter aus und schauen, was noch so geht. Okay. Und was sind weitere Themen? Gibt es noch weitere Themen, die dich die da nebenher laufen? Oder wie sieht das aus? Hast du die Regio Cargo Bahn noch nicht über, sag ich mal? das Projekt? Dadurch, dass wir eben immer wieder neue Herausforderungen auch haben, es immer neue Themen gibt, also aktuell schauen wir uns gerade die Transportszenarien an. Mhm. Das heißt, wir schauen anhand von verschiedenen Stakeholdern, wie können wir am besten auf deren Bedürfnisse eingehen, weil jeder hat ja doch andere Bedürfnisse. Also ein DHL hat ja zum Beispiel andere Anforderungen als zum Beispiel ein Discounter. Mhm. Und da gucken wir dann einfach mal eben, wie muss die Tram genau aussehen, dass man das alles abfangen kann. Mhm. Okay, also da ist noch auf jeden Fall jede Menge zu tun und du bist da weiterhin dran. Genau, jawohl. Okay, alles klar, dann vielen Dank bis hierhin und ja, schön, dass du hier bei uns im Studio warst. Vielen Dank. Gerne. Gut, ja, diese ganzen Untersuchungen, die bauen ja in irgendeiner Weise auch alle aufeinander auf. Inwiefern kann man da jetzt allgemein Rückschlüsse ziehen, was den Transport von Gütern mithilfe so einer Tram anbelangt? Genau, also es baut alles aufeinander auf, korrekt. Also es sind mittlerweile, ich hatte es eben schon mal ungefähr gesagt, plus minus 100 Studierende aus Logistik und Handel, teils auch Master, können wir auch nochmal gleich kurz drüber sprechen. Alle von der Hochschule an Offenburg? Alle von der Hochschule Offenburg, okay. Genau. Und dann geht es auch noch weiter. Das Ganze ist jetzt eben auch gemündet in ein Forschungsprojekt, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Mhm. Und da sind eben verschiedene Partner dabei, unter anderem, wie ich eben gesagt habe, KIT und so weiter beispielsweise. Das, was jetzt der Herr Panitz gemacht hatte in seiner These als Voruntersuchung, fließt jetzt wiederum als Grundinformation ein vom KIT FAST. Das ist dort der Bereich, die sich mit Schienenverkehrstechnik auseinandersetzen, um das dann eben entsprechend weiterzuentwickeln, um da eben die Erkenntnisse wieder zu nehmen, natürlich eigene Erkenntnisse zu bekommen und dann tatsächlich das neue Fahrzeug zu bauen daraus. Mhm. Und so baut das alles aufeinander auf, führt dann auch mit Sicherheit innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre zum ersten Prototyp. Mhm. Und das Ding wird auf jeden Fall fahren, da sind wir überzeugt von. Ja, okay. Also es wird einen Prototypen geben, um das natürlich erstmal auszuprobieren, bestimmte Dinge, und zwar allerdings auch einen weiterführenden, als dass man jetzt einfach sagt, man schiebt eine Palette rein, macht die Tür zu, fährt 3 Kilometer, macht die Tür und freut sich unwahrscheinlich, dass die Palette noch da ist. Mhm. Das ist komplexer, das haben wir ja auch gerade gehört. Genau, richtig. Also, und so weiter, ne? Ja. Genau, also da fließen natürlich die verschiedenen Sachen mit rein, exakt, genau. Okay, und da kommen die Fäden natürlich zusammen, was manchmal tatsächlich auch schwierig ist mittlerweile, wenn man, habe ich jetzt gerade in dem Semester wieder gemerkt, wenn man jetzt die neuen Studierendengruppen ein, das wird echt immer schwieriger, das wird echt immer komplexer. Mittlerweile habe ich eine Dokumentation geschrieben aus den Ergebnissen von den vorherigen, dass ich nicht immer stundenlang erzählen muss. Okay. Aber das ist eben natürlich notwendig, weil wäre verrückt, wenn man immer wieder von vorne anfängt, darauf geht es ja auch, auf den Erkenntnissen von vorher aufbauen, wieder ein Stückchen weitermachen, auch verzweigen, auch mal tatsächlich mal Ideen, studieren dann natürlich auch jetzt in den Projektteams Ideen, wo man sagt, Mensch, dann lass uns doch mal das probieren. Ganz andere Richtung, dann probieren wir mal das. Prima, dann geht man mal einen Weg. Wenn es das nicht ist, können wir die Sackgasse prima wieder rausgehen. Das Projektteam geht in eine andere Richtung. Mhm. Und da hat jetzt eben auch dann das Einprojektseminar hat dieses Thema Wechselbehälter übernommen. Ich weiß gar nicht, ob man das so kennt, ob man das so sieht. Das sind... Sieht man das? Ja, ich glaube nicht von nah, aber... Das ist wahrscheinlich ein bisschen, genau. Ja. Also man kennt es eigentlich letztendlich, wenn man auf der Autobahn fährt mit einem Gliederzug, also typischer LKW mit einem Anhänger dran und da stehen 2 solche Koffer drauf. Das ist also das, was der Panitz eben, Adrian Panitz eben als Wechselbrücke genannt hatte. Ah, okay. Und da haben wir eben festgestellt, Mensch, es gibt auch Branchen, die passen jetzt nicht in die Bahn, macht keinen Sinn, Discounter, der vielleicht am Tag so eine ganze Bahn bekommt, dann peu à peu von dort aus. Wie gesagt, Filiale hat keinen Gleisanschluss, dann muss ich von dort aus jetzt mit dem Lastenrad weiterfahren. Es macht keinen Sinn, 33 Mal oder 50 Mal, wie auch immer, eine Filiale ranzufahren, um diese Filiale zu versorgen. Und deswegen muss man dann sagen, Mensch, nee, dann gehen wir auf ein anderes System. Und dafür hatte dann auch das nächste Team, wo jetzt der Bietinger gleich drüber
wollte ich nicht. Nee, perfekte Überleitung aber, schon vorweggenommen. Da gehen das wir ist tatsächlich der nächste ja. Punkt dann daraus. Ja, genau. Ja, dann hören wir doch Frage direkt beantwortet. Mal rein. Ich habe jetzt viel Bitte? Geredet. Habe ich jetzt eigentlich die Frage beantwortet? Ich glaube schon, ja. Ich glaube okay, schon. Das prima. Können wir, glaube ich, so stehen lassen. Wir hören einfach mal rein, ob Niklas Bietinger uns schon zugeschaltet ist und uns weiteres über das Projekt erzählen kann. Hallo? Ja, hallo, grüß dich, Niklas. Herzlich willkommen hallo. Hier bei uns im Studio. Du bist auch Logistik- und Handelsstudent und hast dich bei deinem Projektseminar auch mit einer Untersuchung beschäftigt, allerdings in ein bisschen eine andere Richtung. Da ging es um Regionalgüterzüge. Vielleicht magst du uns da was erzählen. Ich denke jetzt bei Güterzüge, da geht es dann um Zug, also nicht in der Stadt die Tram, sondern die Güterzüge, Regionalzüge. Erzähl uns doch mal, habe ich das richtig zusammengefasst? Ich hoffe. Ja, genau. Es war ein bisschen weiter gefächert. Also wir haben nicht mehr nur auf Stadtverkehr geschaut, sondern wir haben wirklich bis nach Ulm, Offenburg, wie weit wirklich überregional, woher Züge Waren transportieren können. Und in unserem Projekt speziell ging es darum, dass der Einzelhandel für Lebensmittel und Drogerien beliefert werden müsste. Und statt das über die Straße auf LKWs zu machen, haben wir uns überlegt, man könnte es ja auf den Zug verlagern, um den größten Teil der Strecke zu überbrücken. Okay, und ich meine, werden ja schon eigentlich viele Güterwaren, würde ich jetzt denken, mit dem Güterzug transportiert, aber noch nicht nachhaltig genug eigentlich nur für weitere Strecken, oder wie verstehe ich das? Ja, aktuell wird noch sehr viel über die Straße gefahren, weil die einfach flexibler ist als unser Schienennetz. Man kann Orte viel einfacher erreichen über die Straße als über die Schiene, wegen den fehlenden Bahnhöfen zum Beispiel oder nicht ausgebauten Schienen. Aber wir haben auch gemerkt in unserem Projekt, dass in der Region Karlsruhe zum Beispiel genügend Anbindungen zur Verfügung stehen würden, um mehr auf die Schienen zu verlagern, was ja auch eigentlich sinnvoll sein kann. Und wie bewältigt man dieses letzte Stück dann im Prinzip? Wir hatten es ja vorhin auch schon, dass man mit dem Zug wahrscheinlich jetzt nicht direkt bis, bis dahin rankommt, wo die Waren dann hin müssen. Wie bewältigt man dann dieses letzte Stück und wie kann man da auch nachhaltig vorgehen quasi, effizient? Das wäre eine Frage Richtung kombinierter Verkehr. Man kombiniert die Verkehrsmittel über die Schiene und über den LKW, über die Straße. Und sorgt damit dafür, dass die Straße entlastet wird und dafür mehr Kapazität auf der Schiene gefördert wird. Somit wäre da schon allein für die Straße Entlastung und kürzere Strecken im Vor- und Nachlauf, das sind eben diese letzten Meter, die man über die Straße gehen muss. Die kann man nicht über die Schiene gehen, logischerweise. Und das wäre der Ansatz, wie man kombiniert da nachhaltig Transporte schaffen kann. Okay, spielt da auch Elektromobilität eine Rolle bei dem Thema oder sind das dann klassische LKW? Ja, tatsächlich haben wir uns auch mit Elektromobilität beschäftigt und haben uns auch gegengerechnet im Vergleich der Regionalzug gegen den Elektro-LKW beziehungsweise auch den Wasserstoffantrieb. Der sollte anscheinend auch kommen. Auch das waren Sachen, die da mit reingespielt haben. Einfach auch gegenzurechnen, macht der Zug mehr Sinn oder die Kombination, unterstützen diese zwei Varianten in irgendeiner Weise, um da auch nachhaltiger schaffen zu können. Okay, und mit diesem Transport dann über die Regionalstrecke, wie stelle ich mir das da vor? Werden da auch die Waren, wie wir es vorhin schon mit der Tram hatten, hinten an die Personenzüge rangehängt? Das ist dann wahrscheinlich eher separat, nehme ich an, ne? Ja, genau. Also da sonst ist man Fahrplan gebunden. Genau, ja, das wäre ein Problem. Deswegen spricht man hier auch eher von ganz normalen Güterverkehr. Okay, verstehe. Ja, wie geht's weiter bei euch in diesem Thema? Beschäftigst du noch weiter? Müssen noch weitere Erkenntnisse erlangt werden, um zu schauen, inwiefern das wirklich funktionieren kann? Wie geht's da weiter? Ja, definitiv. Also das Projekt, was wir jetzt zu Ende gebracht haben, oder nicht zu Ende gebracht haben, untersucht haben, das läuft auch weiter in anderer Form. Da wird auch neue Sachen untersucht. Es gibt auch ein Interesse ein reales Interesse aus der Wirtschaft, wo sie auch damit beschäftigt wird. Und also definitiv nicht vielleicht in dem Rahmen, in dem wir ihn untersucht haben, aber definitiv wird auch diese Thematik weiter untersucht.
Okay, alles klar. In welchem Semester bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt im 8. Semester. Okay, das heißt, bei dir war es auch ein Teil der Thesis? Nee, ich habe es ganz normal als Projektseminar gemacht. Okay, und wie geht's weiter bei dir in Richtung Thesis? Auch ein ähnliches Thema oder was ganz anderes? Ich bin der Logistik treu geblieben, aber tatsächlich nur noch im Lagerlogistik, speziell in einem Unternehmen, geschäftsmäßig, nicht mehr weit auf der Straße oder auf der Strecke. Ah, okay. Ja, alles klar. Dann soweit, bis hierhin. Vielen Dank, Niklas Bütinger, dass du hier bei uns im Studio virtuell dabei warst. Gerne. Dankeschön. Ja, und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage an unsere Studieninteressierte. Wie kann man denn mitmachen, wie rutscht man in dieses Projekt rein, wenn man jetzt hier Logistik und Handel anfängt zu studieren an der Hochschule Offenburg? Also erstmal ist es ganz einfach, genau, man bewirbt sich für den Studiengang. Dann ist man quasi schon drin, oder Betriebswirtschaft, Logistik und Handel, genau. Ja. Und kommt dann mehr oder weniger automatisch dabei vorbei. Also hat natürlich ganz wirklich also interessante Inhalte, betriebswirtschaftliche allgemeine Art, wie ich gesagt habe, dann aber auch aufbauend eben langsam in Logistik und Handel rein, geht dann ins Praktikum und anschließend geht es ins Projektseminar und hat dann eben genau diese Themen. Das heißt, wir werden das jetzt eben, dieses Thema ist jetzt natürlich sehr groß, hat auch noch weitere Facetten, in die man dann gehen wird. Mhm. Und das wird uns noch begleiten. Oder aber auch andere Themen, wo man dann eben auch in ähnlicher Weise miteinander aufbaut. Genau. Okay. Also das heißt, also, man kann es, aber man muss es nicht. Es wirkt ja jetzt groß, es ist ein großes Thema, an dem man eigentlich quasi nicht vorbeikommt, aber man kann auch andere Teilbereiche wählen, wenn man jetzt sagt, ach, das ist jetzt dann doch nicht so meins. Genau, also natürlich, wir haben jetzt nicht nur dieses Projekt, also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, wenn man Studiengang Logistik und Handel wählt, ist ja alles toll, aber dieses Regio Cargo, nee. dann haben wir natürlich auch immer wieder mit Unternehmen einzelne Themen. Ja. Erstens geht es hier auch noch in andere Facetten, um auch nochmal eine ganz andere Facette zu sagen, ist, da sind momentan auch die Master dran, aber in anderer Form auch Logistik und Handel, dass man schaut, wie kann man denn den Einzelhandel, also auf der Handelsseite, wie kann man den Einzelhandel durch Logistik an der Stelle attraktiver machen in der Stadt und in der Region. Wie können wir aber auch den Einzelhandel stärken, indem die Region beliefert wird oder wir Sortimente und so weiter und die ganzen Handelsthemen rein. Da wird also auch viel gemacht in der Richtung. Passiert also auch sehr, sehr viel. Also studieren, gut dabei sein und dann ist man auch hier geht's mit dabei. An solche Themen. Genau. Prima. Ja, und wir haben ja auf jeden Fall, denke ich mal, auch erfahren in dieser Sendung, dass da ja auch jede Menge drinsteckt und man da wirklich die unterschiedlichsten Facetten innerhalb dieses Projekts quasi dann beleuchten und untersuchen kann. Ne? Also von Richtig, daher auch genau. sehr vielfältig. Also wie gesagt, wir reden jetzt heute über dieses Projekt, aber es gibt da auch natürlich andere, ganz andere Dinge noch, genau. Okay. Vielleicht mögen Sie uns noch erzählen, sind bei dem Projekt jetzt wirklich nur Studierende von Logistik und Handel involviert oder tatsächlich noch andere? Also ich habe jetzt eben die Master erwähnt. Also es gibt auch natürlich bei uns die Masterstudiengänge Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik. Ja. Und die drei Masterstudiengänge haben auch, da gibt es auch eine Vertiefung Logistik. Und in dieser Vertiefung ist jetzt auch, also jetzt muss keine Angst haben, aber überall an dieser Hochschule offen bekommt man dieses Thema nicht vorbei, so ist es nicht. Erstens hat es, wie gesagt, ganz verschiedene Facetten, zweitens ist es nicht nur das, aber wir reden halt heute darüber. Ja. Und da läuft eben gerade zum Beispiel das Thema, dass ein großes Areal neu genutzt werden kann und da geht es tatsächlich darum, das ist jetzt auch wieder die logistische Seite, wie kann man da dieses große Areal, auch mit Schienenanbindung, tatsächlich im Sinne einer City- und Regionallogistik nutzen. Und da kommen auch nochmal ganz andere Ideen rein. Und hat sogar auch Handelsaspekte dabei. Aber da geht es natürlich ganz viel dann in Layout-Themen, in den Dimensionierungsthemen und so weiter rein. Okay, ja, das wird man dann erfahren, wenn man hier sich entscheidet zu studieren. Kann man auch immer noch, wenn man Logistik und Handel studiert hat, kann man dann, haben wir ja gesehen, immer noch weiter studieren. Ja. Oder aber in dem Bereich Direktmarketing E-Commerce, DEC. Und dort geht es dann eben tatsächlich um das Thema beispielsweise Webdesign, was wir eben besprochen haben, Multichannel-Logistik und so weiter. Das sind dann auch weiterführende Themen aus natürlich anderen Studiengängen definitiv ganz klar, aber wenn wir jetzt über Logistik und Handel viel geredet haben, ist das dann die Handels-, aber auch Logistikschiene, die da auch als Master möglich ist. Mhm. Und auch da kommt das Thema sogar auch vor. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank soweit. Vielleicht als abschließende Frage aber noch,
Was muss man denn mitbringen an Interessen, um vielleicht in diesem Studiengang genau richtig zu sein? Was würden Sie da nochmal den Interessierten mitgeben? Für Logistik und Handel? Ja. Ja, also ein Thema fange ich mal mit an, was vielleicht erstmal für viele abschreckend wirkt, etwas Mathematik. Ja. Aber ich sage etwas Mathematik, also keine Angst davor. Okay. Logistik kann sehr mathematisch sein, aber ist eben auch viel das Thema Konzepte. Ja, und eben da tatsächlich einfach den Spaß daran, Strukturen zu erkennen, neu zu formen, sich mit Leuten unterhalten. Es ist sehr, sehr viel Kommunikation dabei, nehmen wir wieder das Projekt hier. Das wird nicht funktionieren, wenn wir uns nicht mit den verschiedensten, das Wort Stakeholder fiel schon, also mit den verschiedensten Personen, Unternehmen, Gruppierungen, die eben damit zu tun haben, auseinandersetzen und auch deren, ich sag mal, teilweise sogar Gefühlslage mitnehmen. Also das ist auch mit dabei. Okay. Psychologie auch ein bisschen. Auch noch ein bisschen Psychologie, durchaus, ja. Und da sind wir natürlich auch recht im Handel, ganz andere Themen. Da kommen wir jetzt auch ins Thema Handelspsychologie auch tatsächlich rein. Okay. Und da eben das Thema, das einfach das Interesse daran, ja, wie kann ich Handel formen, also nicht nur die Socke anziehen, sondern zu sagen, Mensch, ich will tatsächlich mit dabei sein. Wie kann ich diese Socke besser anbieten? Wie kann ich wie muss sie aussehen? Wie muss das Produktsortiment da aussehen? Über welche Vertriebskanäle gehe ich und so weiter? Einfach da, wer in die Richtung grundlegendes Interesse dabei hat, ist korrekt, richtig bei uns. Okay. Alles klar. Dann vielen Dank, Ingo Dittrich, bis hierhin. Schön, dass Sie bei uns im Studio waren. Auch vielen Dank. Auch vielen Dank an die vier, die dabei waren. Ja, genau. Da sage ich auch vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an alle, die hier im Studio uns zugeschaltet waren. Und wer das Ganze noch mal ein bisschen sich noch mehr vertiefen möchte, kann natürlich auch auf der Hochschulwebsite vorbeischauen und schauen, was es da alles noch für Informationen gibt, wer jetzt vielleicht so schnell nicht mitgekommen sein sollte. Und natürlich auch das Programm ist einsichtig auf unserer Website von Studieninfo Live. Und zwar ist das schule.hs-offenburg.de/studieninfo-live. Hier seht ihr es auch gerade noch mal eingeblendet. Morgen geht es dann um unseren Barroboter Obaro und später da würde ich sagen, bleibe ich gleich sitzen hier. Da bleibe ich gleich sitzen. Ja, genau, da können wir uns auf jeden Fall den ein oder anderen Cocktail gegebenenfalls genehmigen. Da schauen wir mal, Sie können gerne wiederkommen. Genau, unserem Barroboter Obaro und dann später geht es weiter mit Einblicken in den RoboCup. Und ja, wie anfangs schon gesagt, die Bewerbungsportale sind noch offen. Bis zum 31.07. könnt ihr euch hier bewerben. Wenn nicht alle Fragen über die Website sich geklärt haben sollten, dann könnt ihr bei Clara Buchner durchklingeln und zwar unter der Nummer 0781 205 48 66. Dort ist sie nach Vereinbarung für euch da. Oder Dienstag von, oh Gott, jetzt habe ich es hier gar nicht auf meiner Karte. Sie ist auf jeden Fall für euch da. Meldet euch einfach bei ihr, wenn noch Fragen übrig bleiben sollten. Und ja, das war es an dieser Stelle von mir. Vielen Dank, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffentlich bis morgen.